eingrasenden Stadtweiden. Mit dem Trend zur Heumilchproduktion gewinnt frisches Gras wieder mehr an Bedeutung. Landwirt Fahrbericht. Früher war das Eingrasen, also das Vorlegen von frischem Gras im Stall, weit verbreitet. Verdrängt wurde es vor allem durch die Umstellung auf Silage. Der große Vorteil vom Eingrasen ist, dass es im frischen Gras praktisch keine Nährstoffverluste durch Veratmung oder Fermentation gibt. Allerdings ist das Futter leicht verderblich. Meist verwenden Landwirte für das Füttern mit frischem Gras eine Kombination aus Frontmähwerk und Ladewagen. Am Heinzelgut in Salzburg setzen Leonhard und Johann Stampfel hingegen auf einen Mähladewagen. Dieser schneidet und lädt das Frischfutter in einem Arbeitsgang. Die mechanische Fördereinheit des Bonino Mähladewagens transportiert das Futter sofort nach dem Abmähen in den Laderaum, wo es mit bis zu 7 Messern geschnitten werden kann. Das Futter kommt mit dem Boden nicht in Berührung und wird somit nicht verschmutzt. Der Mähladewagen ist leicht und hat nur 2 einfach wirkende Steuergeräte. Er benötigt nur eine Zapfwelle und eine Stromversorgung. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich den alten Schlepper, der was am Betrieb ist, nach wie vor eingesetzt wird und ich den großen Schlepper für die anderen Arbeiten frei habe. Zweimal täglich, rund 200 Mal im Jahr ist der Mähladewagen für die 60 Rinder im Einsatz. Dabei fährt der Traktor auf der bereits abgemähten Fläche. Der Mähladewagen wird versetzt über die Futterfläche gezogen. Die Fördereinheit läuft auf einer Walze. Das schont die Grasnarbe und verringert den Auflagedruck. Das gesamte Gespann bringt leer knapp 5,5 Tonnen auf die Waage. Das geringe Gewicht und das versetzte Fahren führen zu einer geringen Bodenverdichtung. Ist der 24 Kubikmeter fassende Ladewagen voll, fährt Stampfel mit dem kurzen und wendigen Gespann direkt in den Stall. Ein hydraulisch angetriebener Kratzboden leert die Ladefläche. Das frische Grün wird mit einem selbstgebauten Futterschieber verteilt. Auf einen seitlichen Auswurf hat man am Heinzelgut bewusst verzichtet. Das hat sich für mich eigentlich so ergeben, der Hoftrakt war sowieso am Betrieb. Und dadurch die Kühe das Futter sowieso immer wieder nach vorn schmeißen werden und das fressen, bleibt mir die Arbeit sowieso nicht erspart mit dem Nachschirm. Seit über 20 Jahren sind am Heinzelgut Mähladewagen im Einsatz. Neben der Melkmaschine und dem Traktor ist dieser die wichtigste Maschine am Hof. Für das aktuelle Gerät zahlte Stampfel im Jahr 2018 ungefähr 25.000 Euro.